Die Fingerpuppen funktionierten prima. Die Darsteller würden auftreten und ganz schnell wieder abtreten können. Aber Hänsel und Gretel waren genauso groß wie ihre Eltern. Coco brauchte etwas Größeres für die Erwachsenen. Ich habe die Wäsche geholt. Hilfst du mir beim Sortieren? Das wäre nett. kein Wunder, dass ich so viele einzelne Socken habe. Die Smiley-Socke konnte der Sandmann sein. Ah, das riecht aber gut. Die Küchenhandschuhe konnten Mutter und Vater sein. Wo habe ich nur die Handschuhe hingelegt? Aber ihm fehlten immer noch eine Hexe und eine Taufee. Vielleicht könnte das ja die Hexe werden. Aber wo sollte er jetzt eine Taufee herkriegen? Sie müsste zauberhaft sein und hübsch und lieb und... Coco kannte genau das richtige Mädchen für diese Rolle. Jetzt, wo die Puppen fertig waren, musste Coco sich um die Bühnenbilder kümmern. Aber Coco konnte die Puppen und die Bühnenbilder nicht gleichzeitig bewegen. Der Hintergrund musste leicht zu wechseln sein. Er klebte die Bilder, die er gemalt hatte, auf die Papierrolle. Cocos Opa konnte aufgeführt werden. Coco will wissen, ob wir vorbeikommen können. Er hat eine Überraschung für Betsy. Hey, was ist das? Psst, die Aufführung fängt gleich an. Aufführung? Oh. Rührchen, komm, tanz mit mir. Sind das Hänsel und Gretel? Einmal hin, wie niedlich! Rundherum, es ist nicht schwer. Da ist der Sandmann. Na klar, und da schlafen die beiden ein. Das ist jetzt meine Lieblingsstelle, die Taufee kommt. Das bin ja ich. Ich bin die Taufee. Bravo! Oh, die böse Hexe! Achtung, passt auf! Bravo, gut! Hey, das war ganz schön, Coco! Danke! Das war so spannend, dass ich ganz vergessen habe, mich zu kratzen. Noch traurig, dass du die Oper verpasst hast? Nein, ich bin mir sicher, dass die von Coco viel besser war. Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage an dich. Was hältst du eigentlich von Ballett?